button. Ich will gerade arschen. Würde ich aber sagen. Putz. Also, die Leute, die meine Let's Plays kennen, die werden Projekt von mir kenne, weil ich die auf meinem Kanal Let's Play, aber ich habe mir jetzt mal gerade ist streamen, das funktioniert, weil ich an einer Stelle festhänge und leider nicht weiterkomme. Und für Let's Play ist das leider dann zu lang, deswegen habe ich mir gedacht, okay, werde ich das mal streamen heute. Ich hoffe, wir kommen weiter. Und die Musik ist auch angepasst mit der Stimme. Wenn nicht, dann muss ich das sagen. Kann ich nur machen. Lauter und leiser bin. Sagen auf jeden Fall. Datenzeiten von dem Spiel auch immer klar. Und ja, halt in der letzten Folge von mir in der letzten Folge von waren hier. Und dort die Rolle. Ich weiß nicht, ob ich das heute hinkriege. Fuck. Oh man, hätte es jetzt so ein Pochen. Hau ab, Trolli. The troll have to be quiet. Nein.
Versuch Nummer 1 gescheitert. Immer wieder. Aber ich frage dich, warum kommt der bei mir immer runter? Das ist ja jetzt. Oh fuck. Hallo Manu! Das erste Mal habe ich schon verkackt. Blöden Troll, ey. Das ist nicht so der Stick, der Vogel. Oh, sagen ich. Have to be quiet. Nicht mehr. Mein Gott. Oh, da ist er. Aber das muss. Oh, geh weg. Ich bin vorbei. Wieder nur mein Sohn. Angst, dass er mich hier entdeckt, ne? Er geht aber nicht weit. Oh,
Böder Troll hier, geh weg! Ich genau weiß, wenn ich jetzt aus meinem Versteck rauskomme und laufe, hört der Idiot mich und greift mich an. Mein Herz. Ich glaube einfach weiter. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich weiß, Mann. Kann nicht runter. Oh mein Gott. Boah, ich muss jetzt mal kurz aufhören zu zittern, ey. Ah, der ist ein anderer Troll da unten. Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Moment. Da glaube ich. Es nimmt. Channel switched. Wie das verarschen, dass ich ankomme. Sagen, oh mein Gott, ich muss erstmal eine Zigarette zu beruhigen machen. Sorry. Aber, also, wie ich es endlich geschafft habe, weil, wenn ich Let's Layer, verkacke ich die, da die Stelle immer wieder aufs Neue. Und jetzt habe ich das hingekriegt. Hi, Red Mod LP. Alles klar bei dir. Wenn wir mal wissen. Nicht so lahm, Arsch. Ninja Management jetzt. Ja, auf jeden Fall bei mir auch. Ja, dass ich jetzt endlich geschafft habe, hier die Stelle weiterzukommen, endlich. Normalerweise wollte ich das Let's Play, aber da soll ich leider nicht weiterkommen. Streame. So, wo sind wir? Ein Maul? Eric's house. Maybe Espen's inside. Endlich oben angekommen. Erstmal hier. Lesen. So, was steht da? Der Wolf, Eriks Geschichte.
Aber der Fenris Wolf folgte uns, unseren Zuflucht zu finden. Er und Wada hatten sich einen erbitterten Kampf. Wada geradewegs wohl des Wolfes trat, ihn beim Kiefer packte. Prophezeiung sagte voraus, dass Wada, den Kiefer des Wolfs in zwei brechen würde. Aber er war zu sehr verletzt, zu erschöpft. Er rief der Beste zu: Genug! Füge diesen Land keinen Schaden zu. Verflucht. Lass uns einen Pakt schließen. Trotz bekommen. Lass uns nur dieses. Welche Adapter, die zwei Wölfe sind? Sonst doch irgendwie. Nein. Oh mein Gott. Was denkt ihr, was da drin ist? Ist da Espen oder nicht? Würdet ihr sagen? You found my reflectors! Oh my god! I found them, little man. Are you okay? Did he hurt you? Mom, I'm fine. You're sure? Yes. Okay. Come on, we have to get out of here right now. Mom. He could be back in a minute. I think we just have to run. Mom! Don't want to get cornered in here. Mom, listen to me! What? We have to go. Mom. I'm not going. Huh? What do you mean? I can't go with you, Mom. I left the trail for you so I could say goodbye. Espen, you don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try. I know, Mom. I know what he's gonna do. And what I have to do. Espen? Oh. He's coming. Quick, hide. You should not have come here. You took my son. You're a murderer. You take children from their homes. The fate I suffer is not one I enjoy, nor is it one I have any choice in. The fate you suffer? What about these children? All these children. They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! You shouldn't decide if they live or die! Well, you fucking lie monster. To them! You lure them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't Mom, you touch it's him. Okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! No! Mom! Mom! Was für mieses Schwein ist das denn? So, wenigstens wissen, dass Espen noch lebt. Das ist schon mal die Hauptsache. Oh. Espen? Oh. Bastard. Ich muss mal kurz Switch auf in die neue Stadt. Irgendwie. Hab das mal. They're gone.
ob irgendwas ist, was wir finden. Better take that key. Torschlüssel, andere Geschichten. Huch, aber was wir nicht öffnen. Nein. Bifrost. Erics Tagebuch. Heute Morgen konnte ich kaum in den Spiegel. So sehr ekelt mich der Gedanke an meine Aufgabe, dass ich kaum essen kann. Diese vergangenen Jahre, so lange, Väter und Mütter verstecken ihre Kindern, Kleinen, vor mir. Je näher der Zeitpunkt rückt, doch ich finde immer eines, egal wie weit ich gehen muss. Steckt in einem Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig. Fenrir weigerte sich, einen Ersatz zu essen. Es schien alles verloren. Bifrost blieb noch. Sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Sie brach zusammen. Teile von ihr können immer noch dazu, an Ebenen zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf ein, folgte ihm über zu einem anderen Ort, irgendwo anders. Dort fand ich ein Kind, Kinder, mehr Kinder als Fenrir jemals begehren könnte. Brachte die Kinder über die Frost zurück und Wolf war besänftigt. Oha. Klingt aber auch nicht so gerade rauschend. Noch irgendwas gelesen? Ah, noch was. Einem anderen Ort. Erikstag. Doch er durchschaute meinen Betrug. Er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes erfüllt hatte. Er verlangte mehr, immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von der versteckten Welt. Mit meiner Reise dorthin habe ich alles in Gefahr gebracht. Doch hatte ich eine Wahl? Ich kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich sehe ihre Gesichter. Ihre roten Augen und Tränen verfolgen mich sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich spreche unter der Last ihres Schreckens zusammen. Götter, so helft mir. Also es hat auf jeden Fall irgendwas... Glauben zu. Eric, komm. Öffnen. Nein. Nein. Boah. Bin so gespannt, wie zu Ende. Decke. Maul hinab. Wohl. Boah. Ab die Maul des Wolfes. Das heißt, das Böse sind Wölfe oder ein Wolf. Gott, das kann viel Zeug. The cave was something from a nightmare. Toys and clothes strewn on the ground. Treasured items of 100 children, more, cast away like wrapping paper. It was a tomb, a sepulchre. The terror these children must have felt, the confusion, their only comfort torn from them. I knew then I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. How long was that? Oh. Sachen für dich.
because she's not. Okay. Da steht Espen. So heißen wir noch mit Nachnamen Klarsen, oder? Halzen oder nicht? Oh mein Gott. Steht Espen, ohne Witz, das steht Espen. Was? Die Kinder. Das Tagebuch. Erwärmt mein Herz, die so spielen. Sehen diese Kinder so unschuldig und rein. Ich glaube, es ist diese Reinheit nach der Wolf. Fenrir, diese abscheuliche Bestie, nimmt mehr und mehr. Nimmt sich von mir. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ertragen kann. Ich fühle die Last, die zunehmende Last des Kummers, den wir verursacht haben. Der Gestank, der Verderbnis, das sich niemals abwaschen lässt, die Schuld. All diese Jungen und Mädchen, weinen, die mit roten Gesichtern und eisernen Kehlen nach ihren Eltern schreien, die es nicht verstehen. Dann fast schlimmer noch, Kinder, edelmütig ihr Schicksal stellen, die wissen, was ihr Opfer für den Rest von uns bedeutet, die wir ihren Platz nicht einnehmen können, obwohl wir das so gerne würden, die sich opfern, damit wir leben können, wie mein eigener Sohn. Ach du Scheiße, das heißt, Eric hat seinen eigenen Sohn auch dorthin gebracht und... Oh mein Gott! Nur anscheinend, dass die Menschen lieben können. Oh, das ist trotzdem so mies. Wein in den. Gott. Auch nicht. Lol. Wir sind doch da oben lang. Nein. Ja. Auch nicht schlimm. Weiter. Mein Gott. Fight Club. Habe ich das als Errungenschaft gekriegt? Okay. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hinten ist Espe. Eric, keine Ahnung. Machen. Cursed dog. Espen!
Oh fuck, da ist ein Wolf. Please let them be okay. Oha. Nein. Hilfe. Mein Gott, ich habe Angst, dass der Wolf mich... Boah. Oh mein Gott, ey. Yeah. Ey, der Wolf haut ab vor der Taschenlampe. Los, ab. Weg. Ey, ernsthaft? 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 Was ist bei diesem Wolf? Oh. So, jetzt haben wir eine Fackel und eine Taschenlampe.
eine blöde Wolf. Ich hör dir mal da rumtapsen. Oh. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Fuck. Ah. Mist, man. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Oh, ab, blöder Wolf. Ich berge den Rätsler, Little. Müssen wir. Mein Gott, haut ab. Oh mein Gott, ich komme aber nicht weiter. Ich weiß nur nicht, wo lang ich laufen muss. Ah, toll. Ich hab doch auf den Idioten geleuchtet. Ring armor, brother. Ich schimmer mal die Fässer. Please,
I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Haut ab. Andere blöde Wolf. Alter, was ist das für ein Arsch? Alter! Noch mal kurz Pause. Aber, habt Manu oder so, hat einer von euch mal einen Weg gefunden, wie ich da jetzt weiterkomme? Weil ich komme einfach nicht weiter, ne? Ja, Anti-Welt, diese Wölfe. Auf jeden Fall, Manu. Weil es das dritte Mal jetzt von den blöden Mistviechern getötet worden, ne? Ich habe jetzt aber keinen Weg gefunden, wie ich weiterkomme, ne? Weil die Wölfe, die jagen mich hier. Treiben mich in die Ecke, Enge. Und ich weiß nur nicht, wohin. Das ist blöde. Ich muss mal kurz runterkommen, damit ich mich nicht aufrege. Ja, ich hatte, du hättest irgendwie einen Weg gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss die Wölfe hinterher, oder? Was denkst du? Aber das mit dem Trollenende, das hat mich gewundert, dass ich das hingekriegt habe, dass ich so weit gekommen bin. Auf ein neues. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Was a blöde Wolf. Alter, das kann nicht sein, dass der eine Mistkerl da um die Ecke kam. Ich will das Spiel heute noch durchkriegen. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here.
aber die Motzen. Sieht immer so einfach aus, ist es aber nicht, weil man muss da bedenken, langsam gehen, man darf schnell gehen. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Heims kiris und ring gom som en hav. Jeg berger din rettsla litil. Hau ab! Oh mein Gott! Hon har vid en likil Erik. Jag ser att Åsar. Hon knåat lösa oss. Lösa oss i dig, broder. So, I can let you out of here. I just want to be left alone. Knåvärd av er, knåat jota en. Jag känner målen här lite. Låta mig tala. Human, you wish to bargain with us. I can let you out of the ravine if you promise to let me go. You realize what this will mean for the Isle. You know our reputation. I don't give a shit about this island. I just want to find my son. Very well. We have an agreement. The key opens the door behind you. Go and open it. We will remain here. Then you may leave. Huh? That's it? How do I know you won't just kill me afterwards? Huh, you don't. But neither do you have a wealth of options. If you would prefer to stay here, you may. We are unable to die, so we shall see who sees first. Besides which, we understand you have somewhere you wish to be, Komsanup. You may decide. Fine. But if one of you comes near me, I'm going to throw this key. And good luck unlocking the door with your paws. Irgendwie so, ich will, dass die Arschgeigen. Ups, die Vögel mich verarschen. Haben die mich verarscht? Weil sie mich trotzdem drecksack.
Ich pack das wieder. Verehrte Dame, ihr hört, hütet euch vor der Hexe. Die abscheuliche Magie alten Weibes bringt Visionen von Schreckarten aus dunkler Vergangenheit, zwingt euch nochmals zu erleben. Verführtes Volk wartet, kehrt niemals zurück. Nehmt ihr ein, wird keine Schande darin. Hütet euch vor dem Verstand. Männer der Hürde. Das hört sich nicht so an. Mar? Jesus Christ, you can't be serious. Ah. Links und sich. Elfmen. Autsch. Mein Herz, Beileid ist schrecklich, die Sache mit Björns Tochter, aber tapfer hat er Erik übergeben. Waren alle stolz auf ihn. Hab gesehen, wie er stumpf gestarrt hat, als ob er vorhätte, nochmal dorthin zu gehen. Wir haben das Licht von Eriks Fackel gesehen, als er heute Morgen im Dämmerlicht zurückkehrt ist, sicher für eine Handvoll weiterer Jahre. Gedanken bei ihm. Aber jetzt. Das gerade aber nicht. Rauschen. Ja. The Mar was terrifying. The thought that Espen had crossed that place made my bones cold. I missed him. The marsh sucked all the emotion out of me. I was haunted, hounded by a hopelessness I didn't understand. I forgot Espen's face. I forgot my own. I sometimes wish I could forget it all again. So. Oh. Das war jetzt gerade meine eigene Blödheit. Ich stelle die Viecher, ich tue mir jetzt nichts.
unten im Sumpf. Nächte hier unten. Simsen. Riese bringt seltsame Schritte mit Schiffe verhüllt. Hört mich von den Leuten im Dorf. So wird das Entzünden der Laternen und Stern der einem einsamen. Asche finde ich morgens vor Wochen, die hinunter zum Wasser führen. Ich habe Geschichten um den Wald gehört, aber ich habe es nie gesehen. Sagen, es zeigt sich in die eine schwere Schuld tragen, aber die die sehe ich. Manchmal treiben sie nahe der Oberfläche. Schreien lautlos, wenn ich wegsehe, finden sie, aber ihr Gedanke bleibt. Meistens sagen, sie seien Opfer der verschleierten Hexe, diejenigen mit dann in dem Rest was lockt. Ich glaube das nicht. Ich sage, sie sind nur ein Spiegelbild. Längst dort unten. Mal so eine Macke irgendwie. Außen rum. Wirklich da unten stinken. Den tut mir leid. Oh. Human, help me. Holy shit. Hello? Human, I have waited. My mistress. Oh my god! How are you still alive? There's nothing left of you. I am Garm, guardian of the gates, guardian of hell, the veiled lady. I was those things. Too old, too weak, unimportant. Help me. The Veiled Lady is Hel? Are you really saying Hel is out here somewhere? I don't know how I can help you. End my suffering. My despair. You want me to kill you? I can't do that. The rock above. The spire. Bring it down upon me. Please. God. Oh nein. Thank you, God. Poor creature. Oh, der arme Hund. That's singing. The witch.
mom, I want this one. You have one just like it at home, Espen. Come on. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. But I want it, Mom. No, come here. Mom, oh, Mom. Jesus, what did you do? Oh, Espen, I'm sorry. I'm sorry, Espen. No, please. Why are you doing this? I didn't mean it. Er hat Espen geschlagen. You have to tell them what happened. No, for God's sake. If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please, please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. I know. It just feels wrong. Yes, but we'll get through it. Let's just get through it together, okay? I love you. Please stop! Please! I didn't mean it! Don't show me anymore! Hat sie bloß angest- Wanna what? A divorce, goddammit. I want a divorce. Here it is at last. Fine. You're welcome to one. I'm taking Espen. You're not taking my son. Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. Oh, when will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident. And you've looked at me every day since like I'm some kind of monster. I'm telling you now, if you want a divorce, Espen is coming with me. No, you bitch. Please stop it. I quit. I give up. Just don't show me anymore. Okay. She's lying. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You, sir, are to have no contact with your ex-wife or Espen whatsoever, and must keep a minimum distance of 200 feet from them, their home, Espen's school, and her place of work. Court is adjourned. No, please, God damn it, let go of me. Don't. Please, don't take him away from me. Don't take him away from me. Please, I'll stop. Eric can have him. I can't. I don't want to see what comes next. Was ist das für eine Mutter? Erst will sie Espen retten und sagt sie auf einmal so, nein, Eric kann Espen haben. Bloß damit sie keine Sachen mehr sehen muss, was sie damals angestellt hat. Miss Dahl, can we come in? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this afternoon. Oh God. Oh no. Right now, we're working on the assumption of suicide. But we're investigating. You're safe now. You and Espen are finally safe. I'm sorry. I'm so sorry. Was ist das für eine Alte? I wish I could take it back. It's the worst thing I've ever done. And I loved him. I did. I loved my son too. I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would. But it... I made one terrible mistake. And I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Was ist das für eine Art, die hat scheiße gebaut, bis zum geht nicht mehr, hat ihre Mann in den Suizid getrieben. Und, gesagt, ja... The sun is starting to come up. I'm not gonna make it. Und dann sagt sie auf einmal so, ja, Erik kann meinen Sohn haben. Alter, was ist das für eine Mutter? Ganz ehrlich. Oder was sagst du dazu? Das ist doch mal krank!
sehe ich genauso. Also, ich finde das, asozial. Ist das für ein Mensch, ohne Witz. Ich würde sagen, die Alte kann verrecken im Sinne, weil die Menschen, der sie liebte, gebracht wegen ihr. Sie verliert den zweiten Menschen, ihren Sohn. Mal. So. Ah, da geht's lang. Oh my god, the wolf is real. Ach da! Oh god! Diesen Wolf! Vielleicht gleich besser sehen. Ah, diese ganzen. Super. Ja, das ist der Wolf. Voll wieder aufgegangen. Hat zu laufen? Bin ich. Maul, das. Da ist diese Teilvögel eben. Waren einfach irgendwelche Wölfe, die meinten, King zu spielen. Ja. Oh mein Gott. Nicht laufen. Espen! Espen, stop! Please! Oh my god! Espen! Espen, look at me! Mom, I missed you. I missed you too, little man. Please come away from the edge. I have to do this, Mom. Do you
No, Espen, you don't. There are other children. It doesn't have to be you. Shut your mouth, you fucking coward! Mom, he's just doing his job. He's been protecting us, all of us. Look at him. Just want to do it. Espen, I love you, and I'm proud of you. You're very brave, but I don't want you to do this. Please, please, I need you. I love you, Mom. And I'm proud of you, too. Espen! Don't. Espen! Oh, no! God. Oh God, Espen, Espen. Das Ufer, wo wir gestartet haben am Anfang. Espen wurde. Please come back, please. Ich glaube, ich kann so viel versuchen. Wir müssen akzeptieren. Einmal. Boah. Espen. I'm sorry. I love you. I love you, little man. Goodbye. Be safe. Oh my God. In town halls, in libraries, in hairdressers and bars, are people who will never know what Espen did for them. What he did for all of us. The world moves on, as it always has. Arrogantly, without a care. But it comes with a price. I couldn't save my marriage, and I couldn't save Espen, but he saved us. He protected all of us for a time. He was a little boy, my beautiful son, and I had to kiss him goodbye. I feel like my heart will never mend. He was better than me in every way I can think of. I don't know where he wanders, or where he's going, all alone. But wherever he is, I'm so proud of him. I loved him so much I ached. I love him still. Espen was my favorite thing, my best friend. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself, but now I can forgive Espen. I'm not going to pretend I was a great mother, but I raised a good son. Now all I have to do is make sure his sacrifice meant something. Mm-hmm.
Oh my god. Whoa. Das heißt, ein Spiel, was auch mal wieder kein schönes Ende genommen hat. Wow. Echt sprachlos. Mal gucken, ob da noch irgendwas kommt noch. Oh mein Gott. Ich hab... könnte jetzt gerade richtig losheulen. Das ist echt voll gemeines Ende. Ohne Witz jetzt. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, Manu. Ohne Witz. Oh ne. Was sagst du dazu, Ja, ich glaube, irgendwas da noch kommt, oder nicht? Ich habe echt Tränen in den Augen, es laut zu kaum, weil das ist echt traurig. Echt? Das scheint gerade Gronk? Ernsthaft? Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Ja, cool. Ja, aber was sagst du zu dem Game? Hat es dir gefallen oder nicht? Also, mir hat das Spiel persönlich sehr gut gefallen. Manchmal diese Aufreger mit diesen Stellen, wo man nicht weiterkommt. Das ist echt gemein gewesen. Aber auch sehr emotional und sehr traurig. Okay. Drauf geachtet. War ein Megaspiel. Aber traurig. Weil das Gronk schon habe ich echt nicht drauf gedacht. Was danach kommt. Thanks for playing. Also, das heißt, that's the end. Leider ist das Spiel vorbei. Vielleicht ist aber jetzt auch hier beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.